Herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin's, euer BB007 und möchte euch heute nochmal ein bisschen was über mich erzählen und was sich in den letzten paar Monaten, seit ich das eine Video hochgeladen habe, ja, mittlerweile so bei mir los ist. Und ich würde sagen, was genauer sich um dieses, oder um was es genau geht, erfahrt ihr nach dem Intro. Nach dem Intro, ich würde sagen, ich fange jetzt mal gleich an. Wer mein Video kennt, wann ich sonst noch Babywindeln trage oder Windeln trage, ist mit diesem Video auf dem verkehrten Stand. Und zwar, es ist nicht leicht darüber zu sprechen, das sage ich euch leider so, wie es ist. Und zwar ist es mittlerweile so, dass ich wahnsinnige Probleme habe, es ja tagsüber so wirklich zu halten. Also es ist schlimmer als früher, also wie vor ein paar Monaten. Und das äußert sich in der Hinsicht, dass mir mittlerweile, ich habe es probiert, oft genug mit einer Stoppuhr quasi, ab wann ich den Reiz merke und wie weit, ja, sagen wir mal so, wie viel Zeit mir dann quasi noch bleibt, bis es läuft. Und das, ja, sind zwischen 30 Sekunden und einer Minute. Und jeder, wo weiß, wie lange eine Minute ist, weiß, dass es gar nichts ist. Ja? Dadurch habe ich mich jetzt auch entschlossen, heute es euch mal mitzuteilen. Ihr könnt jetzt lachen über mich, auch wenn ihr mich persönlich kennen solltet. Ihr könnt gern blöd über mich daherreden, das ist mir egal. Ich mache diese Videos eigentlich auch nur aus dem Grund, dass man sich davor nicht schämen muss, wenn man tagsüber auch eine Windel tragen muss. Ja? Gut, ich kann zwar ohne auskommen, aber wie gesagt, in einer halben Minute oder einer Minute, je nach wo ich bin und was ich gerade tue, schaffe ich es nicht aufs Klo. Ja? Also auch wenn ihr dieses Video seht, könnt ihr euch eure eigenen Gedanken aus diesem Video schließen. Ja, jetzt ist es natürlich so, ich möchte nichts an meiner Lebensfreude verlieren. Und ich war auch deswegen schon beim Arzt und der möchte Untersuchungen machen, wo ja, ich mir der Meinung bin, es ist jetzt für mich schon schlimm genug. Und die Risiken allein bei diesen paar Untersuchungen sind für mich einfach, ja, sagen wir mal, zu groß. Ich hätte zwar die Möglichkeit, wie auch schon mal gesagt, glaube ich, die Windeln von der Krankenkasse zu bekommen. Aber wer mein Video kennt, warum Babywindeln, der weiß, dass ich diese Windeln abgrundtief hasse und auch nicht leiden mag. Ja? Deswegen habe ich mir jetzt hauptsächlich für die Arbeit und wenn ich doch mal länger unterwegs bin, also sagen wir mal so, wenn ich unterwegs bin, ist normalerweise die Wickeltasche dabei. Im Moment befinde ich mich ja nicht weit weg von zu Hause. Bin bloß mal wieder draußen, um euch das Video zu machen, da es mir in der Bude einfach zu langweilig geworden ist. Und wie ihr seht, ich habe nichts an meiner Lebensfreude verloren. Ich bin vorhin auch 1,5 Stunden so durch die Stadt gelaufen. Ja, das interessiert mich nicht, weil wie ihr von mir wisst, mir ist es egal, was andere Leute von mir denken. Ja, was sie von mir wissen, das ist mir relativ egal. Wenn mich irgendjemand auf der Straße drauf anspricht, der wo jetzt meinen Kanal nicht kennt, ja, der kriegt von mir meinen Kanalnamen und sagt, da schau rein, da erkläre ich alles haarfein, ins Detail erklärt. Ja, wie das jetzt natürlich in den nächsten Jahren ablaufen wird, weiß ich nicht, aber im Moment ist es halt wirklich so, ja, wenn ich jetzt wie gesagt länger unterwegs bin, also ich rede jetzt hier von, keine Ahnung, 4-5 Stunden, ja, dann weiß jeder, da ist irgendwann Feierabend, ja, da ist die Windel voll und da ist halt einfach dann die Wickeltasche mit dabei, die ist auch immer fertig gepackt, also ich packe die nicht jeden Tag jedes Mal neu, die ist fertig gepackt und für die Arbeit bin ich quasi auf ja, größere Windeln gegangen und zwar die Senni Trio Größe S. Da kommt aber auch noch mal ein Video dazu. Wenn das Video da ist, verlinke ich das unten in der Videobeschreibung. Sowie natürlich auch die ganzen anderen erwähnten Videos werde ich, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung verlinken. Da findet ihr auch übrigens meine Facebook-Seite, Instagram, Twitter und meine E-Mail-Adresse und meine Webseite. Wenn ihr Fragen zu dem Video habt, wo es euch zu peinlich sind, mir unten in die Kommentare zu schreiben, dann dürft ihr mir die auch liebens gerne, ja, per E-Mail schreiben, per Facebook, das ist mir relativ egal. Facebook ist nur so, dadurch, dass ich im Moment nur ein Handy besitze, habe ich da keinen zweiten Facebook-Account
offen. Das heißt, ich werde mir demnächst nochmal ein zweites Handy besorgen. Nur für YouTube. Beziehungsweise auch über dieses Thema halt dann hauptsächlich. Wo ich dann quasi überall zugreifen kann. Aber wenn ihr mir eine E-Mail schreibt, die kann ich sofort lesen. Vorausgesetzt, ich habe Internet mit meinem Handy. Wie gesagt, wenn ihr dazu noch Fragen habt, zu diesem Thema, ja, wie das jetzt ja bei mir jetzt aktuell gerade so ist und wie das so abläuft, dann könnt ihr mir das gerne mal, wie gesagt, Kommentare unten reinschreiben, Video oder auch per E-Mail. Entschuldigung für die Sprache, Leute, aber ich laufe gerade so gegen die Sonne. Wie gesagt, wenn ihr Fragen dazu habt und wenn ihr mich irgendwann mal auf der Straße seht, ja, ihr könnt mich gerne darauf ansprechen, ihr könnt mich auch gerne auslachen. Ja, ihr könnt auch alles Mögliche zu mir sagen, es interessiert mich nicht. Ja, es ist meine Entscheidung gewesen, diesen Kanal zu gründen. Und mir war es klar, von Anfang an, das hat man mir schon mal vor 2 Jahren gesagt, dass das irgendwann so weit kommen wird, dass ich tagsüber noch mehr Probleme haben werde. Dass das natürlich so früh eintrifft, konnte keiner riechen. Konnte auch ich nicht riechen. Aber ich würde sagen, so ist es halt. Man kann es nicht ändern. Ändern könnte man schon was. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ja, zwar nicht zur Behandlung, aber um zum Beispiel die Windeln loszuwerden, gibt es ein paar andere Möglichkeiten noch. Wo aber leider, ja, dank meiner jetzigen Arbeit nicht wirklich, ja, funktionieren würden. Da ich nämlich sehr viel laufen muss und mich sehr viel bücken muss und vor allem schwer heben muss und auch mal strecken muss. Und da muss ich sagen, da ist mir das auch egal, ob meine Kollegen jetzt dieses Video gucken. Wenn man mir die Windel sieht in der Arbeit oder ansieht unter der Hose, das ist mir relativ egal. So, jetzt muss ich hier schnell einen Cut machen, weil da kommt nämlich ein nerviger Roller. So Leute, hier bin ich wieder nach dem Cut. Jetzt bin ich hier schon auf einer Privatstraße und mir kommen jedes Mal irgendwelche Fahrzeuge in die Quere. Also ihr werdet ihn wahrscheinlich noch leicht hören. Aber ich bin jetzt gleich am Ende der Straße und bis dato wollte ich eigentlich fertig sein. Also wie gesagt, wenn ihr Fragen dazu zu dem Thema habt, wie ich das jetzt alles so handhabe. Klar, in der Arbeit habe ich keine Wickeltasche dabei. Ich habe eine Arbeitshose an, die wo an der Seite eine Tasche hat, wo im Notfall 3 Babywindeln drin sind. Das sind übrigens zur Info die Premium, Pampers Premium Protection Größe 6. Die sind nämlich meiner Meinung nach die bequemsten in diesem Fall. Die sind ja auch quasi nur dafür da, falls das Sani Trio doch irgendwann natürlich ihr Volumen erreicht hat. Wie gesagt, zu diesen ganzen Videos, auch zu der Pampers, wird ein Video kommen. Das packe ich dann euch auch unten in die Videobeschreibung noch. Weil das Video wird wahrscheinlich vor den Mittelvideos oben sein. Da das halt doch ein sehr gutes Infovideo ist. Und ich würde sagen, ich bleibe jetzt hier schnell stehen und rede schnell weiter. Weil wenn ich jetzt weiterlaufe, dann habt ihr natürlich die Sonne in der Kamera und das hat mir keinen Wert. Also wie gesagt, wenn ihr Fragen dazu habt, unten in der Videobeschreibung, E-Mail-Adresse, Twitter, Kommentare, wie auch immer. Ja, und wenn ihr mich jetzt auch mal persönlich kennenlernen wollt oder mit mir länger sprechen wollt, ich biete mittlerweile auch ein Teamspeak an, da müsste eigentlich auch die, also da tue ich auch die Webseite, wo, also ja, die Webseite, wo meine Community drauf ist, tue ich einfach mal unten auch in die Videobeschreibung rein. Guckt da einfach mal rein. Es kommt aber zu dem Thema mein Teamspeak, kommt noch einiges, ja, kommen noch mindestens 2 Videos. Und auf der E-Mail, auf der Webseite findet ihr gleich auf der Startseite die IP zu meinem TS und ich würde sagen, das war's von mir, euer Babylolo 007.